Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und die Otherworld-Charaktere sind nun endlich wieder online im globalen Dokkan Battle. Wir werden uns dementsprechend alle Informationen zum Banner selbst ansehen und auch zum Story-Event. Ausweg hätte ich aber noch ein, zwei Informationen, wichtige Informationen, die sich da geändert haben im Spiel, im japanischen Dokkan Battle, was dann natürlich auch früher oder später zu uns kommen wird. Und wir haben Informationen zum World Tournament Preiskarte im globalen Dokkan Battle, das jetzt am Freitag um 8.30 Uhr anfängt. Deswegen machen wir ganz kurz das und sorry für die Spontanität, aber ich pop das hier einfach so auf und dann werden wir das so regeln. Und zwar, im japanischen Dokkan Battle kam es zum Friend System Update, beziehungsweise wird es dazu kommen, am 25.06. wird das Ganze online gehen. Halleluja! Ich lasse mal das Video laufen, dann gucken wir uns da quasi an, was wir da uns erhoffen können. GG, was ich schon immer wollte, wie ihr es aus dem Video seht, einfach ein Filter. Ein Filter, dass wir jetzt filtern können, okay, ich suche den und den Friend. Ist halt natürlich jetzt die Sache, wir können dann natürlich nicht gezielt jeden Charakter aussuchen, sondern es sind immer noch die Charaktere, die natürlich in der Friendliste quasi irgendwo gesetzt wurden. Von anderen Charakteren, von anderen Spielern besser gesagt. Nur können wir das Ganze jetzt Gott sei Dank filtern, ja. Wenn ich quasi, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit die Seiten durchklicken, bla bla bla. Sondern hier in dem Fall wählen die Strength Type aus. Okay, Strength Type sind gerade die online in Friendlist. Oder kannst du ja Kategorien auswählen und dann zeigst du Charaktere aus der Kategorie. Na endlich, like, legit. Was hat so lange gebraucht? Dann, das ist die erste Änderung, die wir schon wissen, was sich ändern wird. Die zweite wäre eben, by the way, Dragon Ball Legends gibt es eine Wartung morgen von 4 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens. Da werden wahrscheinlich neue Charaktere bzw. neue Informationen kommen. Kommt aber alles dann dazu, wenn es wirklich Informationen gibt, neue News gibt. Ohne JP könnt ihr noch euch am 20., 23., 24., 6. bis zu 7 Dragonstones abschauen, wenn ihr euch da täglich einloggt. Genau. Aber die zweite Änderung hier an der Stelle, die würde ich auch gerne zeigen, ist folgendes. Und zwar, ups, fangen wir nochmal von neu an, bitte. Genau. Oben rechts, hier seht ihr das quasi. Das seht ihr ganz, ganz klein. Ganz, vielleicht ein bisschen größer. Und zwar, seht ihr hier oben rechts, das ist ein Charakter, den ihr jetzt setzen könnt in euren Teamauswahl. Was ist dieser Charakter? Was ändert sich mit dem Charakter? Wenn ich das mal laufen lasse, dann werden wir das gleich hier sehen. Und zwar könnten wir jetzt nun einen Charakter auswählen als Unterstützer quasi. Dieser Unterstützer, ich nenne es mal so, jetzt haben wir jetzt auf Gohan gesetzt, Name Gohan. Dieser Charakter ist quasi der Charakter, der bei den anderen angezeigt wird, wenn er euch als Friend sucht. Um es kurz zu fassen, ist das jetzt nun der Charakter, der in der Friendlist angezeigt wird, den ihr habt und nicht mehr euer Leader. Das hat ein, zwei Vorteile. Jetzt müsst ihr nicht immer Leader hin und her wechseln, wenn ein Kumpel mal will, sagt, ey, könntest du bitte den als Leader nehmen, musst du den Leader nicht wechseln, einmal Game resetten oder whatever, sondern du setzt jetzt hier quasi deinen Unterstützercharakter und dieser wird immer angezeigt in der Friendliste. Ja, das ist jetzt der Charakter, der unter deinem Namen in der Friendlist angezeigt wird. Genau, was haben wir noch? Vielleicht eventuell, dazu kommen wir gleich drauf zu sprechen. Da gab es einen Fehler, werde ich euch auch gleich zeigen. Und ansonsten wäre es das mehr oder weniger. Ah, nee, genau. Boom! World Tournament Karte Nummer 21. Dazu switchen wir kurz den Screen. Und zwar ist jetzt die Preiskarte für das 21. World Tournament, das am Freitag losgeht, 8.30 Uhr im globalen Dokkan Battle. Falls ihr euch Fragen habt wegen Team und so weiter und so fort, ich werde einen Link in die Beschreibung setzen zu den World Tournament Teams. Ist Mighty Mass, ein physisch Mighty Mass und er ist wirklich solide. Für ihn wird, könnte man auf jeden Fall grinden, denn wenn wir uns kurz anschauen dürfen, er gibt der physisch Type Charakter Keep Loser HP dann 50%. Mit seiner Ulti macht er Supreme Damage, erhöht seinen Angriff und Verteidigung für eine Runde. Seine Passive ist Attack und F 80%, wenn er gegen einen Gegner kämpft. Ist solide auf jeden Fall. Und er dodgt einmalig einen gegnerischen Angriff, auch Super Attack, wenn die HP 40% oder drunter sind und das nur quasi once only einmalig. Innocence Flea, Modern Mizian World Tournament, Super Saiyan und Shocking Speed. Dazu kommen noch quasi zum World Tournament am Freitag Kamis Rebirth, heißt er bekommt ein Awakening. Und zwar ist er dann dementsprechend ein guter Supporter für das Realm of Gods. Beispielsweise All Allies Keep User Attacken der 25% an der Stelle gibt er dann. Und dieser Goku bekommt auch sein Awakening. Das sind die Dragon Ball Charaktere, also die vom Dragon Ball Banner. Attacken F 70% at Start of Turn und hat eine Chance in Giant Aim zu gehen. Macht Supreme Damage an der Stelle. Und genau, neue Karte ist Check It Shun. Ihn kann man dann ziehen in einem World Tournament Banner, das kommen wird zu jedem World Tournament. Quasi der Charakterpool wird erweitert mit Check It Shun zum einen SR. Den kann man dann erwecken mit 7 World Tournament Medaillen. Und zwar gibt er dann World Tournament Kategorie Keep Plus 3 HP auf 70%, macht Supreme Damage, Seed des Gegners Angriff, Attack und auf 70% durch die Passive und er tut einen K.O.-Angriff überleben, wenn die HP 20% oder drüber sind, genau an der Stelle. Ranfang kommt noch hinzu als Esser-Unit und ein neuer Yamcha, an der Stelle könnt ihr euch auch gerne ansehen. Und ganz kurz, boom, die 3 Jahres-Tickets wurden hier übersetzt an der Stelle, heißt, ja, ihr merkt schon,
Langsam aber sicher kommen wir auf das Dreijährige zu. Die momentane Celebration geht ja bis zum 30. Juni. Dann gehe ich davon aus, dass ab dem 30. Juni bis zum 1. Juli bei uns 7 Tage Countdown kommen wird. Heißt dann in der ersten bzw. zweiten Juliwoche sollte das Dreijährige anfangen, mehr oder weniger. Genau, so viel dazu zu den kurzen News, bevor wir quasi mit dem hauptsächlichen News anfangen, nämlich zu dem Otherworld-Charakteren. Ich sag mal so, es ist alles gleich geblieben, keine Buffs, Debuffs. Zum Banner selbst. Die Charaktere sind gefeatured, die Charaktere sind gleich geblieben, aber es ist mit dem Discount. Ja, ihr sagt immer Global Chef, bla bla bla. Ich sag immer, in Global sind die Kampagnen Celebration besser. In dem Fall haben wir einen Discount. Und zwar ist der allererste Multisam, bekommen wir 5 Charaktere, verschwenden dafür nur 15 Jenksons. Aus den 5 Charakteren ist aber garantiert ein gefeatureder dabei und wir bekommen einen Elder Kai. Zweiter Multisam ist 30 Dragonstones, bekommen einen gefeatureden Charakter ganz sicher, bekommen 2 Elder Kai dazu. Dritter Multisam ist wieder 30 Dragonstones, bekommen dann aber garantiert Paikuan oder Goku und 2 Elder Kai an der Stelle. Danach ist jeder Multisam 50 Dragonstones und ist aber natürlich garantiert GSSR, wobei der Charakter dann gefeatured ist. Also garantiert ein gefeatureter. Wir werden uns den Summon gleich ansehen, werden auch einen Summon durchstarten. Genau. Ja, Pilaf's Show hat sich etwas geändert. Jetzt bekommen wir bei den Hidden Potential Pack 250 Barber Points statt Friend Points. Ja, unwichtig an der Stelle. Pilaf's Show wissen wir. Aber so, boom. Das ist jetzt nun ein Story Event und kein Special Event. Die Sache ist folgendes: Es ist wie im JP, was wir uns jetzt angesehen haben. Aber das Bild hier ist falsch. Es ist ein Fehler, weil in Global droppt kein Strength Goku. Ich habe das getestet. Da droppt natürlich der Int Goku, den wir haben. Das ist falsch und die Medaillen sind falsch. Heißt, dass wenn sie das merken für das Spiel, werden sie das wahrscheinlich ändern. Hoffentlich kriegen wir einen Stone dafür. Well, whatever. Aber also lasst euch nicht irritieren. Es ist immer noch in Global der Int Goku und wir brauchen immer noch die alten Medaillen. Die alten Medaillen sehen ja folgendermaßen aus. Das ist auch falsch in dem Bild übersetzt. Wir haben trotzdem noch die alten Medaillen hier. Ne, das ist falsch. Ich werde es euch gleich zeigen. Ich werde es euch gleich zeigen, wie die Medaillen aussehen. Auf den Bildern sind falsche Medaillen drauf. Also wundert euch nicht, es sind immer noch die alten Medaillen. Was der Unterschied aber, die alten Medaillen haben so eine blaue Schrift und nicht so eine rote. Anyways, auf Stage 1 droppt dieser Goku, wohlgemerkt in Goku. Ihr könnt ihn euch erfarmen, würde ich euch empfehlen. Erfarmt den Print auf SL10. Ihn könnt ihr dann erwecken, indem ihr quasi die Paikuan-Medaillen braucht. Ihr braucht hier quasi 6 Paikuan-Medaillen, damit ihr ihn auch zum Super Saiyan Goku, Dokkan erweckt. Und die anderen Medaillen braucht ihr unter anderem für Super Saiyan Goku. Auf Stage 2 droppen die Goku-Medaillen und auf Stage 3 die Paikoi-Medaillen. Wie erweckt ihr die Dudes? Immer noch wie es immer war. Und zwar für Goku braucht ihr an der Stelle 3 von den alten Gogeta-Medaillen, 3 von den Janemba-Medaillen und 24 von Paikoi-Medaillen. Und für Paikoi ist andersrum, 3 quasi von Gogeta, 3 von Janemba und 24 von den neuen Goku-Medaillen, beziehungsweise von den alten, die wir kennen. Training-Items könnt ihr auch auf jeden Fall erfahren, ist echt ein gutes Training-Item an der Stelle. Was meine ich mit den alten Medaillen, wenn ich kurz hier mal hergehe, auf Erwecken klicke, damit wir das hier sehen? Das sind die Medaillen, ja, das sind immer noch dieselben geblieben. Ihr merkt, das ist mit blauer Schrift, in dem Bild sind es mit orangener Schrift. Lasst euch nicht irritieren, ist alles gleich geblieben, ja, in Global, die sind halt nur wieder zurückgekehrt. Und was sich geändert hat, ist, es ist kein Special Stage mehr, sondern nur Story Stage, beziehungsweise heißt nur, die Stage an sich ist anders. Ihr bekommt dafür auch Dragonstones, wenn ihr die wieder macht. Hey, ihr seht, ich habe hier 15 Dragonstones, wenn ihr quasi ein Multi hier raushauen, bei einem Discount Summon. Aber wie gesagt, lasst euch auf jeden Fall nicht irritieren, ist alles beim selben geblieben, nur dass es jetzt ein Story-Event ist und ja, so viel gibt es dazu zu sagen. Apropos Story-Event, ich hoffe dementsprechend, weil es ein Story-Event ist, dass die Dudes hier in der Zukunft hoffentlich in jedem anderen Banner nicht gefeatured sein werden, müssen wir beobachten. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil bis jetzt eigentlich Special-Event, deswegen kamen sie bis jetzt nie wieder, beziehungsweise bis jetzt, nachdem sie jetzt released wurden, kamen sie endlich mal wieder. Davor waren sie 1,5 Jahre verschollen oder whatever, jetzt sind sie wieder da und da es ein Story-Event ist, hoffe ich, dass quasi in der Zukunft in jedem anderen Banner nicht gefeatured sein werden. Aber wie gesagt, bei den Charakteren hat sich nichts geändert, wie gesagt. Und genau, ihr seht schon, hier sind 4 garantiert gefeaturete SSR und aus diesen bekommen wir halt einen. Wie gesagt, ich mache den ersten Multi, ich habe 15 Stones aufgekratzt hier an der Stelle durch das neue Story-Event etc. durch Login-Boni. Und hier bekommen wir jetzt bei dem ersten 5 Charaktere. Aus diesen 5 Charakteren ist einer der gefeaturten. Wir machen ihn mal einfach just for fun. Und ja, hier sind zwar auch LR-Charaktere, aber nicht gefeatured und die dazu sind, ist sehr, sehr gering. Aber behaltet auch im Hinterkopf, das 3-jährige Jubiläum steht kurz vor der Tür. Es sind zwar quasi, wenn ihr es hochrechnet, habt ihr gute Chancen, wenn ihr die Charaktere unbedingt haben wollt, sind es wirklich sehr gute Chancen in den ersten 3 Multis haben mit dem Discount. Ihr bekommt Elder Kai, bei dem allerletzten bekommt entweder Goku oder Paikuan, heißt, es ist wirklich eine gute Chance. Es sind hochgerechnet 75 Stones, 30, 30, 15, genau 75. Wow, okay. Hashtag nicht gefeatured an der Stelle, hätte ein Elder sein können, aus 5 Charakteren.
sind hochgerechnet 75 Stones, aber ey. Hey! Was? Okay, die 15 Stones haben sich schon total gelohnt. Wisst ihr, warum Parkman hat sich nicht an der Stelle? Und wir haben schon aus drei Charakteren 2 SSR und einen Gefischt und bekommen wir noch. Hat sich auf jeden Fall an der Stelle sehr gelohnt. Aber wer hat im Hinterkopf 3 Jubiläum ist vor der Tür. Und natürlich ist das hier quasi eine Quelle, um Stones euch zu entziehen. Aber genau an der Stelle haben wir hier diese Düse gezogen. Und ja, also wirklich krass. Aus 5 Charakteren 3 SSR. Hier noch ein Elderkai dazu. Wie gesagt, die nächsten 2 Multis haben dann 30 Dragonstones. Bei dem ihr bekommt mit 10 Charakteren 2 Elderkai, einen gefeaturten auf jeden Fall. Und bei dem dritten Multisam bekommt ihr dann quasi entweder Pycorn oder Goku, damit ihr das wisst. Und danach sind alle 50 Multisam. Anyways, ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Das waren alle Informationen zu den Otherworld Charakteren, wie zu ihrer Rückkehr zum World Tournament Preiskarte und zu dem Friend System Update. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich wünsche auf jeden Fall noch dementsprechend einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be.